So, herzlich willkommen hier zum nächsten Part von Hulk's Road to the Top. Kam ja jetzt schon etwas länger nicht mehr. Das lag natürlich an meiner Weihnachtspause, durch die ich jetzt immer noch 2 Wochen später hinterherhänge, weil ich noch Reviews nachholen möchte. Aber heute gibt es erstmal 2 neue Spieler, ein Inform sogar dabei. Den kriegen wir gerade jetzt. Wir kriegen 4 Hulk-Coins abgebucht und ich glaube 16.000,5 Coins. Und im Endeffekt haben wir dann Ballas Tkaczuk als linken Stürmer neben Rondon und Hulk im Angriff. Und in der Verteidigung kommt jetzt nochmal ein neuer dazu. Erstmal getestet so von der Chemie, aber das hat im Endeffekt nichts gebracht. Also der nächste Spieler auch ein 80 gerateter Spieler, ein Innenverteidiger, wie schon gesagt. 4 Hulk-Coins wieder weg. Und ja, die letzten K auch noch. Jetzt haben wir 60k und noch einen halben Hulk-Coin. Und Naldo in der Innenverteidigung. Also das ist schon mal ein guter Start. Ich weiß noch nicht so, wo das ganze Team jetzt gerade hingehen möchte, weil die meisten wollten halt Tkaczuk haben. Dann habe ich mich selbst dazu entschieden, nochmal einen Verteidiger zu holen, denn in der Defensive brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Verbesserung. Also momentan sieht das noch nach gar nichts aus. Wir müssen jetzt erstmal wieder Hulk-Coins erwirtschaften, um dann wieder unser Team verbessern zu können. Stahl in Liga 9 war ganz gut, gegen ein relativ gutes BPL-Team 5 zu 3 gewonnen. Gucken wir mal, wie das eigentlich mal in dieser Folge losgeht. Aber natürlich immer zum Anfang jeder Episode wieder ein bisschen off-Team. Und zwar kommen wir erstmal zum Upload-Plan. Denn ihr wisst ja alle, ich habe keinen Upload-Plan. Das ist ja den meisten bewusst. Also es ist eigentlich so immer abhängig, wie das Team of the Week aussieht, wie ich davon reviewen möchte, ob ich da viele reviewen möchte oder nur wenig. Momentan, wie gesagt, hänge ich halt noch ein bisschen hinterher. Ich bin gerade dabei, einen Rooney zu ersteigern und auch noch Mané. Also die beiden werden kommen. Lallana wahrscheinlich nicht mehr, wurde ich auch schon vorgewarnt, dass der nicht so geil sein soll. Okay, also noch 2 Reviews vom aktuellen Team of the Week. Morgen kommt ja gleich schon das Neue raus. Das soll nicht so krass werden, deswegen könnten wir da ein bisschen wieder aufholen. Und dann kommt auch wieder der sehr nachgefragte Spielerkarrieremodus. Trainerkarrieremodus wurde ja auch schon wieder öfters drauf angesprochen, aber na, ich habe das schon mal angesprochen. Trainerkarrieremodus ist wahrscheinlich jetzt erstmal abgesetzt. Ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwann aufgreifen sollte. Es kann gut möglich sein, falls ja ganz viele da noch schreien. Ich werde vielleicht auch immer nochmal eine Umfrage machen, wie viele jetzt irgendwas sehen wollen. Aber im Moment sieht es eher danach aus. Das heißt, Road to the Top, Hidden Gems wird wieder kommen, habe ich gerade geschnitten und das ist ein relativ lustiger Spieler und darauf freue ich mich noch, aber ich bin noch nicht zufrieden, da muss ich noch ein bisschen schneiden und alles. Das wird aber auch noch kommen, also momentan Hidden Gems, Road to the Top und Spielerkarrieremodus und dann auch natürlich die Reviews. Das zum Uploadplan. Und dann kommen wir zum eigentlichen richtigen Thema und natürlich ist es ja klar, am Montag kommt das Team of the Year und der Ballon d'Or wird vergeben, also in nur noch 6 Tagen, nächste Woche Montag, wie schon gesagt. Und natürlich, das hat jeder YouTuber jetzt schon aufgegriffen und jeder hat irgendwie darüber gesprochen und seine Prediction dazu abgegeben. Habe ich nicht gemacht, werde ich jetzt mal ganz kurz tun. Im Tor ganz klar Neuer, das wird die wenigsten überraschen. Linksverteidiger ist für mich ganz klar Alaba. War eigentlich letztes Jahr schon gewesen, aber Dani Alves hat sich gedacht, nee, ich sneak mich da irgendwie rein. In Verteidigung auf jeden Fall Sergio Ramos, ich weiß nicht, wen ich daneben stellen würde, wahrscheinlich Boateng. Thiago Silva war ja sonst eigentlich immer so einer der besten, also ist auch mit der beste Innenverteidiger auf der Welt, aber der hat dieses Jahr nicht ganz so viel Krasses gemacht. Sergio Ramos hat mit Madrid also die Champions League gewonnen, hat dazu auch in der 90. Minute dieses Tor geschossen, was dann Real Madrid in die Verlängerung gebracht hat gegen Atletico, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, und Boateng hat einfach mit Bayern auch wieder aufgeräumt. Deswegen für mich, dass die Innenverteidigung auf rechts lahm, klar, Kapitän der Nationalmannschaft gewesen, hat auch alles gewonnen, echt ein guter Typ. Im Mittelfeld habe ich dann James Rodriguez, super WM gespielt, für mich eigentlich der Spieler des Turniers gewesen, Torschützenkönig, das geilste Tor der WM meiner Meinung nach auch gemacht. Daneben Di Maria, oh richtig krass, jetzt angefangen bei Argentinien, ich weiß noch, so ein geiler Pass auf Agüero gegen Deutschland in dem Spiel. Der Typ war einfach dieses Jahr überragend, hat auch Man of the Match im Champions-League-Finale gekriegt und hat sich da meiner Meinung nach auch den Platz da verdient. Und dann würde ich daneben noch Bale stellen, also eigentlich als rechter Mittelfeldspieler, weil Bale einfach dieses Jahr auch wieder überragend war bei Real Madrid, viel, viel gemacht hat, viel gerissen hat. Oh, okay, und im Sturm, klar, Ronaldo, Messi sind wie immer auch gesetzt und als Sturmspitze, da tue ich mich schwierig, da gibt es viele. Suarez war richtig stark dieses Jahr, aber ich mag ihn als Menschen nicht, das können wahrscheinlich die meisten auch verstehen. Ich verurteile ihn nicht, ist ein super Fußballer, meiner Meinung nach einer der besten Stürmer auf der Welt. Ibrahimovic dieses Jahr nicht mehr ganz so auffällig wie im letzten, muss ich sagen, deswegen fällt er dafür mich raus. Ich persönlich weiß nicht, wen ich da hinstellen würde. Lewandowski auch nicht, aber in Dortmund auch nicht so krass. Agüero? Ich sag jetzt einfach mal Agüero. Das ist so meine Prediction. Neuer, Alaba, Ramos, Boateng, Lahm, Bale. Eigentlich muss man auch noch irgendwo Schweinsteiger reintun, aber
Naja, Müller hat auch ein krasses Jahr gespielt, könnte ich mir auch vorstellen. Egal, ich bleibe jetzt dabei. Lahm auf rechts und dann Mittelfeld Bale, Di Maria und ist ja immer 4-3-3 und James Rodriguez und im Sturm Ronaldo, Messi und einfach jetzt mal richtig random Sergio Aguero. Schreibt ihr mir auf jeden Fall eure Prediction in die Kommentare, würde ich gerne mal mit euch ein bisschen diskutieren. Und natürlich, der Ballon d'Or wird vergeben und da hat sich auch jeder YouTuber irgendwie Gedanken gemacht, wenn ich ihn kriegen könnte. Messi, Ronaldo, Manuel Neuer sind nominiert. Und Max hat da auch schon ein Video zu gemacht. Bubble Time 2, 3 hat er darüber gesprochen, was neue Chancen sind, den Ballon d'Or zu gewinnen. Und ich finde, das hat er ganz gut gemacht. Guckt da auf jeden Fall mal rein, denn er hat eigentlich das, was ich denke, auch absolut auf den Punkt gebracht. Messi, dieses Jahr, er ist ein klasse Fußballer und ich habe tierischen Respekt vor dem. Der hat zwei Rekorde gebrochen. Der Typ ist einfach ein super Fußballer, muss man einfach so sagen. Ich bin jetzt auf keiner Seite bei Messi gegen Ronaldo. Für mich sind die beiden einfach auf jeder auf ihrer Art die besten Spieler der Welt. Aber trotzdem würde ich dieses Jahr wieder sagen, dass Ronaldo ein bisschen krasser war, denn die Einzelleistung war einfach zu heftig. Bei der WM, klar, Portugal hat er nichts gerissen. Ist es auch okay. Kann ich mit leben. Habe ich jetzt auch nicht anders so groß erwartet. Ich meine, der war verletzt, hat trotzdem gespielt, war dann trotzdem der beste Mann im ganzen Team und der ist einfach wirklich ein super krasser, guter Fußballer. Messi, ja, mit Argentinien ins WM-Finale gekommen, hat auch eine gute WM gespielt. Das meiste Gute war in der Gruppenphase zugegeben. Hat meiner Meinung nach, wie gesagt, auch schon unverdient den Preis des Spieler des Turniers bekommen. Für mich war das ganz klar James. Ja, und Neuer ist einfach ein Torwart und Torhüter kann man meiner Meinung nach nicht mit Offensivspielern vergleichen. Ich meine, wie willst du das machen? Neuer, klar, aber der hat super, bei der WM hat der alles für uns gehalten und so. Und bei Bayern, wenn der geprüft wird, ist er auch da. Aber der kann sich halt einfach nicht so oft auszeichnen wie beispielsweise ein Ronaldo. Der schießt drei Tore im Spiel. Wenn Neuer Glück hat, kriegt der drei Schüsse auf sein Tor pro Spiel. Wenn er Glück hat, sonst kann er nichts machen und das ist halt so ein bisschen meiner Meinung nach das Problem, Torhüter mit Feldspielern zu vergleichen. Generell, ich würde sagen, es muss eigentlich ein Torwart des Jahres geben, Verteidiger des Jahres, Mittelfeldspieler des Jahres und ein Stürmer des Jahres. Das wäre so meine Idee. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gut finden würdet. Für mich jetzt einfach ganz kurz und knapp, Ronaldo. Begründung bei Maxi im Video, ich habe es jetzt versucht kurz nachzuempfinden, nachzuholen. Deswegen einfach Ronaldo, meiner Meinung nach Messi, wie gesagt, auch gut, aber Ronaldo ist ja wieder ein bisschen besser. Ist auch eigentlich egal, wer von beiden den Preis kriegt, weil ich meine, es sind beides trotzdem absolut geile, gute Fußballer. Würde ich gerne beide mal live sehen, vielleicht mache ich das mal irgendwann in meinem Leben. Hätte ich auf jeden Fall ziemlich Bock drauf, aber schreibt mir auch da in die Kommentare, was ihr denkt, wer den Preis kriegt. Ich will jetzt nicht zu einem Ronaldo-Messi-Neuer-Kampf-Fight ausarten lassen in den Kommentaren, sondern einfach eure Meinung begründet in die Kommentare und dann können wir da gerne darüber diskutieren. Da habe ich auf jeden Fall auch richtig Lust zu. Aber das war es eigentlich schon wieder von dem Off-Team. Ich bin heute noch ein bisschen krank, werde aber trotzdem eine Spielerkarriere aufnehmen. Da müsst ihr mir dann auch bald mal in die Kommentare, also ich werde das Video versuchen, so schnell wie möglich rauszubringen, denn es geht ja darum, dass ich wechseln werde. Ich einfach jetzt nochmal ein bisschen auf das Thema Spielerkarriere eingehen. Also seid gewarnt, es kommt in den nächsten, also morgen oder übermorgen kommt der Spielerkarriere-Modus raus. Also keine Angst, der kommt auf jeden Fall. In Hulk's Road to the Top-Folge hier sind wir semi-erfolgreich. Das erste Spiel war sehr, sehr unglücklich, meiner Meinung nach. Gegen ein gutes BPL-Team verloren. Durch den Freistoß, den Naido, der Neue, gleich mal verursacht hat. Und jetzt haben wir hier in der 90. Minute den Ausgleich kassiert. Durch Salpingidis, glaube ich, war das. Und ja, somit kriegen wir nur einen Punkt in der ganzen Folge und somit nur einen halben Hulk-Coin. Hulk hat auch nicht wirklich viel gerissen, hat nur ein Tor in der Episode, glaube ich, geschossen. Ja, und somit sind wir nicht weit wirklich gekommen in dieser Episode. Hoffe mal, dass es in der nächsten Episode ein bisschen besser wird. Ich gucke mal auf die Passgenauigkeit. Das sind 58 und 51%. Das Spiel war absoluter Crap. Wir kriegen nur ein K durch das Tor von Hulk und einen halben Hulk-Coin durch das Unentschieden. Und somit sieht es nun mal so gerade aus. Einen Hulk-Coin und 62K. Ist jetzt nicht so überkrass, sage ich mal. 4 Punkte nach 3 Spielen. Ist noch alles offen. Wir werden natürlich wieder schnell versuchen, den Aufstieg zu machen. Wir sind erst in Liga 9 und da müssen wir jetzt echt mal. Ne, Liga 8, sind wir schon in Liga 8? Ich weiß nicht, ich hab's gerade nicht gesehen. Ich hab's gerade nicht gesehen. Komm, geh nochmal drauf. Ja, Liga 8. Und wenn das so weitergeht, sind wir noch in einem halben Jahr in Liga 3 vielleicht. Deswegen muss ich jetzt versuchen, das schnell rauszuhauen, damit wir dann auch irgendwann die Serie beenden können. Aber das war's erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch und ich sage vorübergehend zumindest. Ciao.